Das waren die Meinungen der Haldensleber. Jetzt wollen wir die Meinung von Professor Thomas Kliche hören. Er ist Politikpsychologe an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Willkommen bei uns im Studio. Schönen guten Morgen. Herr Professor, ja, was hat die beiden großen Parteien wirklich so unvermittelt zum Absturz gebracht? Unvermittelt ist es ja nicht. Wir erleben diese Entwicklung seit 30 Jahren, dass die großen Parteien weniger Menschen binden können. Dieses Wahlergebnis ist Ausdruck einer tiefen Zerrissenheit und Unklarheit in diesem Land. Sie haben ja ungefähr die Hälfte der Menschen, die sagen, große Parteien weiter so. Die GroKo hat eine Mehrheit bekommen, um weiterzumachen. Sie haben aber ungefähr fast die Hälfte der Menschen, die sagen, wir wollen irgendwas anders machen. Was sie anders machen, wissen Sie sich, da sind sie herzlich uneins. Da haben sie alles zwischen Blau-Braun und Rot und Grün und Gelb. Das heißt, da jetzt zu finden, was genau anders gemacht werden soll, das ist schwierig. Und offenkundig kann man es nicht mehr allen recht machen. Mit Blick auf das Ergebnis der AfD haben wir scheinbar jetzt ein zweigeteiltes Deutschland. Was sind die Ursachen? Die AfD hat vier große Wählergruppen. Das ist auch an der Wanderungsbilanz noch mal sehr klar zu sehen. Sie haben die CDU-nahen Wähler, die eigentlich gerne eine konservativere CDU hätten. Sie haben Wähler, die bekennend rechtsextrem und überzeugt sind, von der NPD jetzt rüberwandern. Sie haben Protestwähler, die sagen, was mir mit diesem Land und der Gesellschaft und Wirtschaft passiert, es ist so verheerend, dass ich hier niemandem nichts mehr vertraue und das auch gerne sage, die voller Wut sind und sich sehr stark von der Gesellschaft entfremdet haben. Und sie haben so eine Art Wirtschaftsverzweiflungswähler, die sagen, wir haben hier Stagnation und es kommt nicht voran und kümmert euch mal um unsere Jobs und sorgt mal für ein bisschen mehr Wohlergehen gerade bei uns. Und diese vier Gruppen sind in Ostdeutschland besonders stark vertreten, weil sie hier diese Erfahrung haben, einer breiten Zerstörung von Gesellschaft durch die Vereinigung. Das war ein sehr unkluger und dumm gesteuerter Prozess, der viel Verwüstung hinterlassen hat, soziale Verwüstung. Und sie haben hier einfach Menschen, die sagen, Freunde, es gibt bessere Wirtschaftspolitik, als dass wir hier auf den Zahnfleisch gehen. Das Klima im Lande, in dieser Republik, wird sich ändern. Ändert sich deutlich. Haben wir schon an der Aufgeregtheit gestern am Wahlabend gesehen. Die AfD arbeitet ja mit Gefühlspolitik. Die hat ja kein Programm und keine Lösung, braucht sie auch nicht. Sie ist in der Opposition. Sie suggeriert, sie sei das Volk mit 13% ein gewagter Anspruch. Und sie müsste jetzt hier das ganze Land aufmischen. Und alle anderen lassen sich auf dieses Spiel mit Kaninchen und Schlange ein. Und haben Angst vor irgendwelchen Emotionen, die völlig irrational unterwegs sein können. Und das wird so bleiben. Professor Kliche, bleiben Sie bitte bei uns im Studio.